Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zum allerersten Tag meines Geburtstagsmonat-Spezial. Und zwar, wie ich im letzten Video schon erwähnt habe, habe ich mir für diesen Monat etwas Besonderes überlegt. Am 30. habe ich nämlich Geburtstag und irgendwie fand ich, es ist jetzt mal an der Zeit, was Besonderes zu machen dafür. Ich werde 23, man wird ja auch nicht jünger. Und deswegen gibt es diesen Monat jeden Tag ein Video hier auf meinem Kanal. Das kann eine Rezension sein oder irgendwelche Ratschläge zum Thema Lesen oder, was habe ich noch geplant? Ach ja, meine diversen Bookshelf-Tour-Parts. Ich habe übrigens auch gestern ein neues Regal aufgebaut. Ich bin super glücklich damit. Ich werde euch das natürlich auch vorstellen. Und eine Lesung von meinem zweiten Band meiner Märchenadaption, Ria. Es ist also wirklich alles dabei. Auch übrigens super alte Videos von mir, die ich aufgenommen habe und die immer auf meinem Laptop rumflogen. Und ich dachte, es wird jetzt mal Zeit, dass ich die rausbringe, bevor sie noch älter werden. Dabei handelt es sich unter anderem um die Shadow and Bone Trilogie und Splitterwelten von Michael Peinkofer. Also wundert euch nicht, wenn ihr einen anderen Hintergrund seht. Es sind wirklich alte Videos. Legen wir aber erstmal für heute los mit meinen Books to Read im Juni. Ich werde euch diese dann natürlich nicht diesen Monat vorstellen. Unter anderem deshalb, weil ich diesen Monat Urlaub habe. Ich bin 2 Wochen weg und das heißt, ich werde gar nichts Aktuelles hochladen können auf YouTube. Aber ihr kriegt natürlich trotzdem jeden Tag ein Video. Aber eben nicht zu den Büchern, die ich diesen Monat lese. Also nicht so brandaktuell. Okay, womit fangen wir an? Einmal mit dem, das ich schon angefangen habe. Frankenstein von Mary Shelley. Es ist ein absoluter Horror- und Fantasy-Klassiker. Ich lese sowas eigentlich überhaupt nicht, aber ich war Anfang des Jahres mit meinen Freundinnen in Wien, einen Freundin besuchen, und da habe ich diese Sammelbox gesehen von Gruselgeschichten, wo ich mir dachte, wie kann es eigentlich sein, dass ich als absoluter Vampir- und Fantasy-Fan die Originalstory von Dracula überhaupt nicht kenne. Und deswegen habe ich mir die direkt gekauft. Da drin sind Frankenstein, Dracula, das Bildnis des Dorian Gray und Mr. und Dr. Doolittle, keine Ahnung mehr. Ich muss mal kurz meine Buchpost abholen. Wo war ich? Jetzt hat dieser Postbote mich voll aus der Fassung gebracht, weil er so blöd viel geklingelt hat. Naja, egal. Genau. Mit Frankenstein habe ich auch schon angefangen. Bin jetzt so bei einem Viertel ungefähr und ich finde es bisher anstrengend. Ich habe es mir irgendwie spannender vorgestellt, aber es ist halt auch so richtig altertümlich geschrieben und das macht das Ganze irgendwie auch nicht unbedingt besser. Versteht, was ich meine? Da ist alles so super langwierig, also nichts mit kurzlebig und keine Ahnung, sondern Alter, zieht sich das. Trotzdem freue ich mich total darauf, das zu beenden, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ein bisschen so Bildung tut gut. Dann lese ich die Midnight Chronicles Teil 4, Seelenband, denn Teil 5 ist ja auch schon erschienen und ich bekomme das übrigens auch als Rezensionsexemplar noch vom Lux Verlag, deswegen werde ich das definitiv auch lesen, also Teil 4 und 5 jetzt diesen Monat. Irgendwie, ja, war ich noch nicht so motiviert, mich daran zu setzen, weil ich den dritten Teil nicht so gut fand und das Gefühl habe, irgendwie, naja, wir werden sehen, einfach was sich daraus ergibt. Ich bin auf jeden Fall aber motiviert, die Reihe zu Ende zu lesen. Und ich glaube auch eigentlich, dass es ganz cool wird. Ich lese euch vor, ne, ich lese euch nicht vor, worum es geht. Das ist ja ein vierter Band. Würde ich euch ja total spoilern. Das Buch hat aber 14,90 € gekostet. Und ich freue mich auch schon, das zu beginnen. Dann erscheint diesen Monat endlich, endlich Teil 2 von Crescent City auf Deutsch. Und weil ich mir dachte, ich habe keine Ahnung mehr, was in Band 1 eigentlich abging, habe ich mir Teil 1 und Teil 2 auf Englisch gekauft. In dieser Version übrigens. Ich glaube, das ist die US-Version. Ich bin super glücklich, dass ich jetzt beide in der gleichen Version habe. Beide Bücher möchte ich diesen Monat noch lesen. Könnte sich jetzt schwierig gestalten, vor allen Dingen, weil das
Buch in Deutschland rauskommt, während ich noch in Urlaub bin. Und ich euch das deswegen übrigens, tut mir wirklich leid, aber ich kann es einfach nicht euch brandaktuell vorstellen. Ich kann es dann erst, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin. Und ich hoffe, dass ich bis dahin die beiden Teile aber schon gelesen habe, weil wir fliegen nur mit Handgepäck und ich kann auf keinen Fall diese Bücher mitnehmen. Das geht auf gar keinen Fall. Und deswegen habe ich jetzt noch 10 Tage Zeit, die zu lesen. Das sollte aber eigentlich reichen. Für Sarah J. Maas brauche ich eigentlich nur 2 Tage. Ich bin richtig krass gespannt auf den zweiten Teil, aber ich freue mich auch jetzt den ersten auf Englisch zu lesen nochmal, weil ich wirklich gar nicht mehr weiß, worum es ging. Also ich habe so ein paar Dinge im Kopf, aber bei Sarah J. Maas muss man ja so auch auf die kleinen Sachen achten und deswegen bin ich jetzt super gespannt, mir das nochmal durchzulesen. Ich freue mich richtig krass darauf. Ich liebe sie einfach so, so sehr. Die Bücher auf Englisch waren übrigens recht teuer, aber nicht so teuer, wie ich gedacht habe. Steht natürlich nichts drauf. tatsächlich war es ein Akt, irgendwie dieses zweite Buch zu bekommen. Wer mir auf Insta folgt, hat das schon gesehen. Ich habe mir den ersten Teil bei Amazon bestellt und den zweiten hatte ich bei Meiersche gekauft. Und die hatten unterschiedliche Buchrücken. Und dann hatte mich eine freundliche Person darauf aufmerksam gemacht und später haben mir dann ungefähr 200 Leute geschrieben, dass das eine die UK-Version war und die andere die US-Version. Und deswegen habe ich mich dann auf die Suche gemacht und habe bei Thalia dann Teil 2 nochmal in dieser Version erstanden. Und jetzt sehen die auch wunderhübsch im Regal aus. Es gibt übrigens auch, weil ich war so verzweifelt, dass ich dachte, okay, nee, dann muss ich mir halt das Jackets kaufen. Es wird das Jackets für Crescent City von Dominic Wesson geben oder Dominique Wesson. Absolut Empfehlung, die macht so geile Bilder. Wird es auf jeden Fall geben, hat sie mir dann geschrieben. Als Antwort auf meine Story. Ich war so, danke. Aber jetzt brauche ich mir sie nicht mehr kaufen. Auf jeden Fall habe ich das Ganze dann so gemacht, dass ich das bei Thalia bestellt habe, nur für die, die es interessiert und die es auch kaufen wollen. Und habe einfach die ISBN-Nummer eingegeben, die ich online gefunden habe. Hätte ich auch früher drauf kommen können, aber ich schwöre euch, egal, was ich bei Google oder bei Amazon oder bei Thalia oder sonst wo angegeben habe, es kam nie diese Version raus. Und ich meine, wie soll man da auf die ISBN-Nummer kommen? Ich konnte die dann auch nur eingeben, weil mir einer von euch das geschickt hatte auf Instagram, damit ich die halt benutzen konnte, weil sie das gleiche Problem hatte wie ich. Also danke dafür an der Stelle. Ich bin jetzt super happy damit. Genug Beschwerden. Ich habe mir gestern bei Thalia To Kill a Kingdom gekauft von Alexandra Christo. Ich bin sehr gespannt. Hier steht drauf, perfekt für Fans von Leigh Bardugo und Sarah J. Maas, da ich die erste überhaupt nicht leiden kann. Die zweite aber liebe, bin ich mal sehr gespannt auf dieses Buch. Ich lasse mich überraschen, worum es darin geht. Ich habe tatsächlich nicht gelesen. Ich wollte einfach nur das haben, weil ich das bei diversen Bookstagrammern gesehen habe und mit einem wunderhübschen, selbstgemalten Cover, das ich jetzt natürlich nicht habe, weil ich es so als Taschenbuch haben wollte. Weil, um ehrlich zu sein, meine Taschenbuchregalbretter die einzigen sind, wo noch wirklich Platz ist und deswegen muss ich jetzt mehr Taschenbücher kaufen. So, ein Buch, das ich schon letzten Monat gekauft habe, sogar im April gekauft habe, ist Meeresglühen, Geheimnis in der Tiefe. Ich weiß, die beiden Bücher sind schon länger draußen, also Teil 2 ist jetzt dieses Jahr auch erschienen, aber ich hatte auf Instagram nicht viel Gutes dazu gehört, aber die Verkäuferin in der Buchhandlung meines Vertrauens hat gesagt, dass alle Buchhändlerinnen in dem Laden das gut fanden und ich konnte mich bisher recht gut auf ihre Ratschläge verlassen. Deswegen, ich bin mal sehr gespannt darauf. Es ist aber definitiv keine Priorität von mir, also ich ziehe die anderen Bücher dem auf jeden Fall vor. Dann kommen noch Bücher raus, glaube ich, oder? Nee, no, Sarah J. Maas. Oder? Ja. Weil ich diesen Monat ja in Urlaub bin, wie ich gesagt habe, auch noch so Mitte des Monats, für 2 Wochen
Da kann ich nur meinen E-Reader mitnehmen. Habe ich von meinem Freund, war der voll süß, hat er mir irgendwie so 15 Bücher oder sowas geschenkt. Mich total gefreut. Und zwar habe ich dann, fange ich dann mit diesen Promises and Pomegranates an. Ich bin sehr gespannt drauf. Also es ist wohl auch eine vierbändige Reihe, die ich dann im Urlaub lesen werde. Ich habe bisher nur die Bücher gesehen. Ich fand sie wunderschön. Die kommen auf jeden Fall in mein Regal. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie sie mir gefallen werden. Dann habe ich noch Brüder des Windes als Rezensionsexemplar von NatGalley bekommen. Das ist der, also es ist so eine Art Side-Story zu Die Hexenholzkrone von Ted Williams, wo man schon seit 2 Jahren, glaube ich, jetzt auf die Fortsetzung wartet. Das Buch kostet einfach irgendwie 28 Euro oder so und das ist so ein dünnes Ding. Deswegen bin ich noch sehr davor zurückgeschreckt, mir das zu kaufen. Aber ich werde es dann hier lesen. Und dann habe ich noch 4 Bände, auch eine Reihe von Laura Telessa, die ja Pestilence und sowas geschrieben hatte. Die Reihe heißt The Bargainers. Oder The Bargainer. Ich bin gespannt auf jeden Fall darauf, ob mir das gefallen wird. Und nee, die anderen habe ich schon. Ja, die anderen habe ich schon. Dann gibt es natürlich noch ein Hörbuch, das ich hören möchte, und zwar Teil 2 von Diener der alten Macht. Das ist, muss ich jetzt nochmal nachschauen, genau, Der Prophet der 6 Provinzen ist der zweite Teil. Ich freue mich wirklich sehr drauf, bin super gespannt. Die Bücher gefallen mir einfach so krass gut und ich werde im Urlaub so viel Zeit haben. Ich freue mich so heftig. Ich war, glaube ich, seit 3 Jahren nicht mehr im Urlaub. Also im Urlaub schon, aber nicht am Meer. Und ich freue mich so krass. Genau, und dann erscheint ja diesen Monat auch noch, oder ist schon erschienen, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, Elias und Laia Teil 4 endlich mal. Und ich habe keine Ahnung mehr, was in den ersten 3 Bänden passiert. Deswegen muss ich mir die auch nochmal zumindest grob zu Gemüte führen, um dann Teil 4 zu lesen und euch natürlich dann auch vorzustellen im Juli. Ich bin sehr gespannt darauf, ob die Reihe dann jetzt endlich auch mal zu Ende ist, nachdem die sich irgendwie 3 Jahre Zeit genommen hat, diesen vierten Band zu schreiben. So, jetzt sage ich euch noch ganz kurz, was euch im nächsten Monat, also in diesem Monat, erwartet. Und zwar gibt es endlich die Rezensionen zu Boston Bells, Teil 2 bis 4. Dann zu den vier Reitern, also Four Horsemen, Teil 2 bis 4. Dann die Waldseherchroniken, Teil 3 und Diener der alten Macht. Ein Schwur so mutig und schwer, die Welt der Orks, wenn dein Herz mich findet. Krone der Dunkelheit 3, die ich leider diesen, also letzten Monat nicht mehr geschafft habe. Dann Splitterwelten. Und auch die Shadow and Bone Trilogie. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich die Serie wahrscheinlich niemals gucken werde. Und die anderen Bücher höchstwahrscheinlich auch nicht lese. Deswegen stelle ich sie euch jetzt vor. Und dann gibt es natürlich diverse Shelfie- oder Bookshelf-Touren. Ich habe das Ganze jetzt noch in 6 weitere Teile unterteilt, weil die Regale einfach so groß sind, dass es sonst total lange dauern würde. Also jedes Video total lange wäre. Und dann gibt es noch die Lesung zu Rihanna und an meinem Geburtstag, am letzten Tag des Juni, natürlich den Lesemonat. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr sagt und vor allen Dingen, ob vielleicht ein paar mehr Leute jetzt zu uns finden, wenn hier mehr Content kommt. Ich bin auf jeden Fall total begeistert von meiner eigenen Idee. Das hört sich da scheiße an, aber ich freue mich riesig drauf. Ich hoffe, ihr auch. Unten in der Infobox findet ihr natürlich die Links zu den Büchern und den Link zu meinem Instagram-Account und meiner Website. Diesen Monat gibt es dafür keinen Merch-Drop in meinem Shop, weil ich dafür einfach keine Zeit habe und ja, ich ja genug mit den Videos zu tun habe, um ehrlich zu sein. Ihr findet unten auch noch den Link zu meiner Storytel-Partnerschaft. Das ist ein Streaming-Dienst für Hörbücher und E-Books, wo ihr über 10.000 verschiedene Hörbücher hören könnt und E-Books lesen könnt. Das Ganze funktioniert so, dass
ihr das 45 Tage kostenfrei testen könnt mit dem Link unten. Und danach zahlt ihr einen Pauschalpreis monatlich und könnt dann so viel hören und lesen, wie ihr wollt. Ihr müsst also nicht noch extra was dazu kaufen. Ich nutze den Dienst tatsächlich jeden Tag. Es gefällt mir richtig gut. Die App hat mich total von sich überzeugt und probiert es einfach aus. Es ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ich wünsche euch, wie immer, ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns morgen.